So, das ist jetzt das Fundament. Dann kommt dann meine Palette drauf. Das ist also bei mir hinterm Haus. Ich habe eigentlich bis einen Nachbar. Das ist halt die scheiß Straße, wo der Hanna vorbeifährt. Und dann nehme ich die Palette. Aua! So, schön, jetzt aber selten. Das war eine Palette, also die haben jetzt nicht zusammengenagelt oder so. Da wäre der Untergrund eigentlich schon fertig. Oh je, die Platte leider ein bisschen gebrochen. Ja, da kann ich einen Stuhl, zwei oder zwei Stuhl und einen Grill.
Ja, die Dachblätter, die nehme ich jetzt vom Schupper gegenüber. Und zwar ist das der Schupper vom Nachbargebäude, das habe ich gekauft. Da war die Mietnummer da drin. Und die haben ja auch tiermäßig war das. Und der Schupper ist halt komplett am Arsch. Das ist super gemacht worden von meinem Zimmermann hier. So, und fertig ist die Laube. Oh, was ist denn da? Scheiße, die Finger von dem Dachdecker Reilau. Das wird nichts mehr. Die Dachschräge hat ja nicht was. Da müsste ich steiler mit den Dachziegeln, müsste ich steiler. Da sieht man so ein bisschen die Klamse. Da hat immer noch ein bisschen Silikon da, oder? So, der ist Wasser. Silikon. Das ist Allheilmittel. Ja, das hat mit der Dachschräge nicht gemacht. Ich habe da ewig rumtüftelt. Also wie gesagt, wenn man einen guten Dachdecker hat, hält und pflegt den, sonst komme ich. Und dann ist Schluss mit lustig. Scheiße. Ja, da muss ich irgendwas noch drauf machen. Aber sonst sieht es schon gut aus, prinzipiell. Theoretisch. Ein Brett drauf spaxen. Und dann kann ich das Ganze hochnehmen.